Kurz vor 18 Uhr, die ersten Gegendemonstranten treffen auf dem Augsburger Rathausplatz ein. Die Polizei ist früh mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Gegenparteien zu trennen. Hier im Goldenen Saal findet die Stadtratssitzung statt, als Reaktion auf den AfD-Neujahrsempfang. Irgendjemand in dieser Republik muss mal beginnen damit, klarzumachen, dass diese Entwicklungen nicht so weitergehen können und dass die Aussagen, die von der AfD getroffen werden, unter keinen Umständen hinnehmbar sind. Unsere Fraktion steht geschlossen zur Stadtratssitzung. Das ist genauso demokratisches Recht wie zur freien Meinungsäußerung, das wir auch nutzen wollen, um nach außen hin ein Signal zu setzen. Ich habe mich von der Politik der AfD getrennt, distanziere mich natürlich auch davon. Und ich finde es schade, dass die Kollegen Kunze und Beierbach das nicht geschafft haben. Dass sie nicht sehen, was unmoralisch daran ist, was dort diskutiert wird. Dann tritt die AfD-Chefin Frauke Petri vor die Medien. Den massiven Protest gegen die AfD vergleicht sie mit der Anfangszeit der Grünen. Ich glaube, dass Deutschland generell ein Problem mit neuen Parteien hat, was daran liegt, dass es sehr schwer ist, sich als neue politische Kraft in Deutschland zu etablieren, noch dazu dauerhaft. Und ich glaube, es täte allen politisch Aktiven gut, sich daran zu gewöhnen, dass die Demokratie durch neue politische Gruppen im demokratischen Spektrum selbstverständlich bereichert wird. Mittlerweile hat die Kundgebung auf dem Rathausplatz begonnen. Rund 2000 Menschen sind gekommen. Ich will ein Zeichen setzen für Menschlichkeit. Ganz einfach. Wenn ich dann so Aussagen immer wieder lesen muss, wie die Leute über die Flüchtlinge herziehen oder dass man auf Menschen schießen soll, das ist überhaupt nicht mein Ding. Für die Veranstalter ist die Kundgebung ein voller Erfolg. Die Ungeheuerlichkeit, das muss man hier an der Stelle festhalten, der Debatten, die die AfD führen will, Flüchtlinge an der Grenze zu erschießen, das hat die Menschen so in ihrem Innersten bewegt und erschüttert. Und sie wollen so klar Nein sagen, dass ich auch überzeugt bin, von heute geht ein Signal aus. Gleichzeitig im Rathaus. Frauke Petri hält ihre Rede. Für sie ist die AfD ein Fieberthermometer, das auf Probleme aufmerksam machen will. Plötzlich wird die Veranstaltung gestört. Erst stumm, dann laut. Bis dahin war der Abend laut Polizei ruhig verlaufen. Mit der Kundgebung auf dem Rathausplatz sollte ein starkes Zeichen gegen Rechtspopulismus gesetzt werden. Das hat augenscheinlich auch geklappt.